Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Dreckskanal. Ich stehe hier vor einem Nissan Skyline. Du musst mir helfen, R32? Das ist ein Honda Civic. Honda Civic? Honda Civic. Bruder, bin ich behindert? Du hast mir doch gesagt, es wäre ein Nissan Skyline. Oder war das? Ich bin in der Garage. Ach so, ich dachte, das wäre ein Nissan. Bin ich behindert? Nein, ich bin Bruder. Doch behindert, Junge. Darf ich mal dagegen hauen? Ah, das ist der Nissan. Alter. Ist mir leider letztes Wochenende der Motor aufgegangen. Ohne Scheiß jetzt. Bei 220. 8000 Trim hat die Ölpumpe Tschüss gesagt. Hier bin ich momentan, den auch wieder dran am Zerlegen. Motor raus, komplett zerlegen nochmal. Ja. Gucken, was kaputt ist und dann sehe ich halt einmal alles neu kaufen und dann gucken. Es geht auch dick in die Tasche, ne? Ja, geht, ich mach das selber. Deshalb ist das für mich halt ein bisschen billiger, ne? Ja. Weil wenn ich mal gucke, es gibt Leute, die bringen das Ding in die Werkstatt. Da bist du mal 10.000, 15.000 los für den Motor zu überholen. Ja, ja, ich weiß. Ich bin vielleicht bei 2,5 oder so. Ah, okay, das geht ja. Ist es der aus Fast and Furious, aus dem ersten Teil? Nee, der aus dem ersten Teil ist, gab es so ein 33er gewesen, der gelbe. Genau. Das ist so das Vorgängermodell. Ah, okay. GTR. Ist der offen? Der ist offen, ja. Darf ich mich reinsetzen? Ja, setz mich rein. Ich bin noch nie Rechtslenker gefahren. Ah, doch, doch, einmal bin ich Rechtslenker gefahren. In Bosnien, es war ein Vectra. Ach du Scheiße, Junge, Alter. Ja, das ist doch was anderes, ne? Krank, das ist krank. Komplett original. Wahrscheinlich auch alles legal. Das Ding ist komplett legal, zu wirklich? 100%. Zu 100%. Boah, krass, ey. Heftig. Und wie viel Leistung hat er? Keine Ahnung, zwischen 350 und 400 PS ungefähr. Ich habe auch nicht auf dem Prüfstand gewesen. Geht der mehr ab als der, nee, den wir gleich fahren werden? Nein? Nein. Okay. Definitiv. Dann gehen wir mal zu dem Schätzchen. Okay, das ist ein Honda Civic. Ja. Was für ein Modell? Ein E.ON 6. Okay. Vom Baujahr 2000. Auch natürlich alles komplett legal. Der ist legal unterwegs. Immer legal. Da bin ich mal gespannt. Was hast du gesagt? 500? 506 PS. 506 PS. Oh, Bro. Ach du Scheiße. Das ist der Turbo, oder? Das ist der Turbo, Leute, ja. Das ist so ein bisschen was Größeres. So was habe ich noch nie in Real Life gesehen. Der Motor ist komplett Serie. Zwar Basis 200 PS, 2 Liter. Und jetzt hat der halt einfach mal noch 300 PS mehr. Und alles original noch am Motor. Außer halt Krümmer, Turbolader und Drosselklappe, sonst ist der komplett original. Das heißt, wir müssen den jetzt gut warm fahren, damit der nicht flöten geht. Immer schön warm fahren. Ja, ja, pff, ja. Ich hab ein bisschen Angst, Bro. Fahr langsam, ja? Ja, keine Sorge. Das ist soweit ganz sicher. Hier ist gar kein Platz mehr. Ist die Bremsanlage auch sicher? Die Bremsanlage ist auf jeden Fall sicher. Ja. Die ist deutlich größer als die originale. Okay, wollen wir loslegen? Viel Spaß. Dankeschön. Oh mein Gott. Können wir einen schmackigen Soundcheck machen kurz? Geht das? Ja, sollte gehen. Ach du Scheiße. Boah, Bro, fahr langsam bitte. Ja. Eine Chromkurbel. Oh, noch nie gesehen. Sexy. Klimaanlage. Klimaanlage hat er auch. Nee, hat er nicht mehr. So. Bist du angeschnallt? Ich bin angeschnallt. Okay, perfekt, ich bin auch angeschnallt. Wichtigste, immer vorher anschneiden. Alter, wie der rappelt. Ja, schwere Kupplung. Ja. Ein bisschen gierig im Anfahren. So ein bisschen üben sein für. Lässt du mich später auch fahren? Ja, wird schwierig. Kommt drauf an. Ich fahre langsam. Ja, dann wird das gehen. Ich mache nichts, was du nicht willst. Also du bist der Chef. Wenn du mich auch nicht fahren lassen willst, dann mach das nicht, Bro. Ganz ehrlich. Guck mal, wie du darauf reagierst, weil der wandert beim Beschleunigen. Ja. Ja? So, und da musst du das Lenker festhalten. Okay. Frontkratzer mit Leistung, die sind halt extrem gierig, was sowas angeht, ne? Das Fahrwerk ist auch ultra hart, oder? Ja. Boah, das spürt man geht, richtig. Geht. Ab wie viele Umdrehungen kommt der Turbo? 6000. Bei 6000, also wie beim Nissan. Bei Nissan ist auch ungefähr so, ne? Ja, kommt drauf an, wie groß der Turbolader ist. Der erste Turbolader, der hier drauf war, der kam der bei 4000, hast schon volle Leistung gehabt. Okay. Und der Turbolader ist jetzt so groß, dass der jetzt bei 6000 kommt. Und du hast natürlich bis 8500 Spaß, ne? Wie die Kiste rappelt, das gibt's ja nicht. Ja, musst du mich immer dran gewöhnen. Das hat halt nichts mehr mit diesen neuen Autos zu tun, die Elektrik verbaut haben. Nee. Das ist ja was komplett anderes. Hier habe ich nicht mal ABS. Oh, scheiße. Und das Heckantrieb, ne? Ja, Frontratzer. Front. Und der wiegt nur 1100 Kilo. Ne? Oh mein Gott. Das ist halt nichts, ne? Das ist krass, ja. Und der ist noch komplett voller Ausstattung, alles rum und dran, ne? Alles drin. Den könnte man theoretisch auch noch ausbauen, dann hätte der noch wenig Kilo. Ja, das kommt noch. Das kommt noch, ja. Ziel für das Auto ist, in Zukunft halt wirklich ein reines Rennstreckenfahrzeug draus machen. Mit Käfig komplett und allem drum und dran. Ohne Zulassung? Ohne Zulassung, und ab auf die Nordschleife damit. Ja. War ich dem letztens gewesen beim Skyline. Ja. Hab ich meine Freunde mal mitgenommen gehabt. Hat richtig Bock gemacht, Alter. Die ersten 10 Minuten direkt war da so viel los gewesen. Kurz gewartet.
drüber gefahren. Ich hab zwei Autos überholt, mich hat nur einer überholt. Ja, krass. Alter, war nichts los gewesen auf einmal. Du hast auch einen Instagram-Account? Ja. Ja. Wie heißt du da? Also ich heiße Liestein95. Ja, ich blende das einfach mal hier ein. Und dann gibt es ja noch mal einen Kanal, wo ich hier mit den Autos zu tun habe. Ja. Das ist dann SCR, also Spalkofer Racing, hier. Ja, okay. Machen wir auch ein bisschen, also rein Autosache. Aha. Das ist halt das ein Hobby von mir, meinem Bruder. Und hier auch von meinem Kollegen, von Niklas. Das sind halt also wirklich so ein paar Autoverrückte. Ich stehe halt auf sowas. Ne, ja, ist ja auch geil. Ja, muss man richtig Bock drauf haben. Ich habe jetzt schon schwitzige Hände. Ich bin ein sehr, sehr, sehr schlechter Beifahrer. Und das ist nicht so schlimm. Wir sind ja noch am Warmfahren. Da kriegst du gleich mal ein bisschen Turbo-Sound. Ja, weil der Turbo da ist dezent laut. Also, wenn ich dir in die Karre kotze, macht dir das überhaupt nichts. Aber pass auf, mein Bruder hat ja schon eine halbe Innenraum voll gekotzt. Ehrlich jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Das war ein bestimmt 4 Tage langes Autosaubermachen von innen und von außen. Oh Gott, Alter. Ja, und dann jetzt in Zukunft. Motor raus. Einmal Kolbenbläu machen, ein paar Kleinigkeiten noch verändern, Ölpumpe bearbeiten noch bei dem hier. Ventilfilter machen, kann man ja auch bis 9000 drehen. Mhm. Und dann halt mal den, gucken, was der Turbolader kann. Mal. Also ich fahre jetzt 1,5 bar Ladedruck. Wir wollen mal gucken, ob so 2,5 bis 3 bar gehen, aber dann sollten geschätzte 700 bis 800 PS anliegen. Kannst du das mal erklären mit dem Ladedruck? Es kommt immer darauf an, wie groß der Turbolader ist. Wenn du einen kleinen Turbolader hast, kannst du 2,5 bar Ladedruck fahren, hast nachher nur 450 PS. Ah, okay. Aber dafür ist der Turbolader dann auch hat eine andere Effizienz. Ne? Da hast du bei 2500 Umdrehungen schon die volle Leistung. Hast du schon volle, ja, volles Drehmoment. Ja, ja. So, und das hast du hier halt nicht. Ein größerer Lader, sagen wir mal so, du hast jetzt Turbo, der ist klein. Fährst 2 bar Ladedruck. Dann hast du einen größeren Turbo, da fährst du nur 1,5 bar Ladedruck, hast dieselbe Leistung. Mhm. So, die Größe der Lader. Scheiße. Desto weniger Ladung muss man fahren. Oh, fuck, Alter. Das ist der Turbo, gell? Ja. So, ich fühle mich echt wie bei Fast and Furious gerade. Was ist das hier? Das ist Luft-Benzin-Gemisch. Hab ich momentan auf den englischen Wert stehen oder amerikanischen Wert. Das ist hier, je kleiner die Zahl, desto mehr Sprit ist in der Luft, die der Motor bekommt. So, und daran nach stimmst du dann halt auch dein Auto ab. Ne? Mein Bruder fährt, ich programmiere. Ah. Mach das auch selber. Was hast du gelernt? Industriemechaniker. Ah, okay. Und dein Bro? Ja. Und dein Bro? Mein Bro ist Fachinformatiker. Ah, krass, okay. Ey, warte mal, dann wieso machst du das? Ich schraube an den Autos, ich programmiere und er fährt. Also ihr habt eigentlich nichts mit Kfz zu tun? So. Nee. Ihr habt keine Ausbildung gemacht oder sonst was? Alles selbst beigebracht? Alles selber beigebracht. Krass, okay, krass. Das ist halt so ein bisschen, ja, sollen wir den gehen, ne? Früh Motorrad angefangen zu fahren und so weiter. Mhm. Macht halt Bock, ne? Fünfte Gang mal langsam mal kommen lassen. Boah, ach du Scheiße. Bei 6000 geht es jetzt los. Und es waren gerade 5K, oder? Ja, fast 6. Fast 6. Okay. Also, oh mein Gott. Ey. So, ja, mal. Ein bisschen langsamer fahren. Kurz mal anscrollen lassen. Bist du im dritten? Vierter. Vierter. Also, im dritten wollte ich jetzt irgendwann mal probieren. So. Boah, Alter! Junge, das habe ich noch nicht erlebt. Bei Gott, das habe ich noch nicht erlebt. Ich saß in einem scheiß R8. Ja. Und das kannst du damit nicht vergleichen. Der zieht ja. Alter! Also, ich habe den letzten gemessen. 100-200. Alleine in 6,4 Sekunden. Und ich musste zweimal schalten. Wie der aber hier so ein bisschen ausbricht. Direkt. Der wandert. Die war das Vollgas? Das war Vollgas. Aber im vierten Gang war es. Zweite Gang kannst du vergessen. Hast du Respin. Ja, ja. Und dann hier, dritter Gang. Hat er jetzt dank den neuen Reifen. Vorher waren da 195er Winterreifen drauf, jetzt sind hier 245er Semi-Slicks. Die haben schon gute Traktion gebracht. Ne? Mhm. Also, vorher ganz dritter Gang, bei 140 hast du noch Respin gehabt. Ja. Und dann vierter Gang hat das Ding angefangen, als Traktion zu bekommen. Ne? Jetzt halt dritter Gang, das Ding hat Grip, wie die Reifen warm sind, das Ding hat Grip. Das Ding zieht nach vorne, Alter, das ist unnormal. Ne? Und das Auto hat nicht so viel Drehmoment. Ne? Nur gemerkt, ich habe mehr Leistung als Drehmoment. Ich habe nur 440 Newtonmeter. Ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, der zum Vergleich war. Das glaube ich dir. Wir haben mal einmal auf dem Weg zum Prüfstand, kam einer mit dem AMG, Bruder ist gefahren, ich saß hier mit dran, war noch ein bisschen programmieren gewesen. Die haben erstmal drum geguckt, da zeigt der eine den Ficker und haben wir mal lang gemacht. Können wir hier mal kurz fliegen lassen? Ja, mach mal. Ach du Scheiße, Junge!
mehr weiter. 2,20 ist Schluss. Also ich kann dir sagen, das waren bestimmt 2,45, 2,50 rum. Gar keinen Bock mehr auf mein Leben, ich sag dir ganz ehrlich. Das ist das Krasseste. Obwohl ich das ist einfach geil, Alter, ohne Scheiß. Ja. So was geh ich arbeiten, Junge. Ich bin so ein bisschen was ich fühl dich, ich fühl dich auf jeden Fall. Bei dir lohnt sich die Arbeit auf jeden Fall. Turbolader, komm. Ja. 5000. Boah, wie das macht, ey. Und was sagst du, kostet die Karte so, wie sie jetzt hier steht? So ungefähr? Boah. Sagen wir mal so, mit allem drum und dran, 15, 17 ungefähr. Das ist schon eine Hausnummer. Willst du hier rausfahren? Hier vorne ist ein Parkplatz. Ich weiß, du hast gar keinen Bock, dass ich fahre. Aber ich würde einmal hier fahren. Willst du mal testen, ja? Nee, ich werde schon aufpassen, ohne Scheiß. Ja. Also ich passe dich schick auf. Ich mache genau das, was du mir sagst. Ja, kannst ja. Also am sichersten ist, wenn man hier mit dem Ding im fünften Gang mal beschleunigt, weil das ist so ja. Da merkst du es am besten. Und halt, dann läuft der Fett am saubersten, beschleunigt am saubersten durch, der ist ja nicht so am Wandern. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit Part 1 und Part 2. Seht ihr dann, wie ich die Rotzmöhre fahre? Alter, das wird zu krank. Für den fünften Gang? Ja. Boah, jetzt merke ich es. Ach du Scheiße, Junge! Letzte, Alter! Boah. Bro, da kam Feuer raus. Ja!